Ja, hallihallo, hallöle, liebe Fans von Herr Peter erklärt. Herzlich willkommen zum dritten Teil meines Videos des Durchrechnens der Abschlussprüfung 2000XX, der Musterabschlussprüfung für den neuen Lehrplan Plus vom Zweig 2 und zwar vom Jahr 2021. Ja, kommen wir zur Aufgabe B3, einer typischen Aufgabe zur Ebenengeometrie. Hier geht es um ein Viereck ABC. Man sieht auch schon jetzt hier die neuen Bezeichnungen für Länge einer Strecke. Also hier toll jetzt die neue Bezeichnung, Linksstriche, Rechtsstriche und dann die Strecke drüber. Das ist jetzt hier die neue Bezeichnung für die Strecken. Also falls einer früher Schule gehabt hat, das wäre mal, da waren mal damals so eckige Klammern rum und das, was man da sieht, das war früher die Länge der Strecke. Ja, also legen wir los. Soll man ein Viereck zeichnen mit den Diagonalen AC und BD? Wir wissen, das Viereck, die Seite AB soll genauso lang sein wie die Seite AC. Also das ist schon mal sehr interessant. 10 cm AD, 8 cm und der Winkel BAD. Der soll 100 Grad sein. Ja, leg mal los. Also zeichnen wir natürlich als erstes einen Strich, der 10 cm lang ist. Und damit man es hinbringt, lässt man sicherheitshalber nach oben auch Platz von 10 cm. Ja, ich mag es mit Feinliner. Hier auch wieder der Hinweis mal, also es ist natürlich versteckte Werbung jetzt auch dabei, lässt sich nicht vermeiden. Und es geht jetzt hier um die AP 2000X. Und zwar aus dem Jahr 2021, falls das einer sucht. Und zwar die B3. Ja, also zeichnen wir los, lassen wir mal Platz. 10 cm. Ich hoffe, man sieht es auch noch gerade so. Ja, schaffen wir gerade so zu zeichnen. Hier 3. So, dann heißt es ja auch, dass der Winkel BAD 100 Grad sein soll. Und ja, zeichnen wir also wieder ein bisschen Platz nach links. Erstmal hier einen Strich, der 10 cm lang ist. Und damit haben wir schon die Länge der Strecke AB. Und tippt, schreibt euch immer gleich ein bisschen dazu, was ihr wisst. So, dann weiß man noch den Winkel BAD. Der soll 100 Grad sein. Das heißt, wir legen hier unser Geodreieck an und müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier unseren Winkel gegen die Uhr nehmen und dann haben wir hier die 100 Grad. So, hier den Strich zeichnen und das heißt ja auch, dass AC 10 cm lang sein soll. Also können wir jetzt hier mit dem 100-Grad-Winkel da auch den 10 cm langen Strich zeichnen oder man macht es mit Zirkel. Ich habe es jetzt so gemacht. 10 cm schreiben wir gleich hin. Und da haben wir jetzt noch 100 Grad. Also das ist schon mal toll, weil man kennt jetzt hier schon mal zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel. Ja, das ist der Punkt D. Wobei ich es jetzt schon falsch gemacht habe. Also das ist natürlich AC soll 10 cm sein. AD soll nur 8 cm sein. Also was machen wir? Wir schnappen uns den Zirkel. Genau, habe ich ja extra so noch nicht eingezeichnet den Punkt. Also von der Konstruktion mit Zirkel. Man könnte natürlich jetzt hier da die 8 cm schön abmessen dann hier. Oder man zieht mit dem Zirkel einen Kreis rum im Radius 8 cm. Also hier einstechen dann die 8 cm reinnehmen in den Zirkel. Also hier so. Also ihr seht jetzt gerade nur meine wunderschöne Hand. Also ich nehme gerade da die 8 cm rein in den Zirkel. Also so. Und dann ziehe ich da einmal hier diesen Kreis, zack, und dann hätten wir hier die 8 cm. Und was ich auch zudem gleich noch mache, ist, ich ziehe einen Kreis nochmal um den Punkt A mit einem Radius von 10 cm, weil die Seite AC, die soll ja 10 cm lang sein. Das heißt, hier irgendwo drauf ist dann der Punkt C. Ja, jetzt hier die 8 cm abmessen, das hätten wir hier auch mit dem Geodreieck geschafft. Also hier so, dann ist das natürlich falsch. Hier kleine Schleichwerbung jetzt für die Tippex Pocket Maus. Also ich finde die immer ganz praktisch, wenn sie sich da nicht so auskennt hat wie da. Also das ist immer ein wenig nervig. Also das, manchmal hängt sich das da so rum. Ja, ich sehe da schön unscharf meine Hand. Also das sind nur 8 cm. Also da hatte ich einen Fehler gehabt. So, und es soll jetzt ein Viereck sein, da weiß man doch, dass AB parallel sein soll zu CD. Also es handelt sich hier um ein Trapez. Naja, hier auf dem Punkt muss noch der Punkt C sein. Also was machen wir jetzt noch? Ziehen wir schön hier die Parallele zu der Seite AB durch diesen Punkt und dann haben wir hier dann unseren Punkt C. Also hier ist der Punkt
C, weil die Zeiten sollen ja parallel sein. Hier ist der Punkt D. Und hier haben wir noch schön die Seite von unserem Viereck. So, jetzt haben wir das schon gezeichnet. Jetzt heißt es, man soll die Diagonalen AC noch einzeichnen. Und BD, die machen wir mal bunt. Also hier einmal die Diagonale AC. Und dann haben wir noch die Diagonale BD. Ja, die AC weiß man ja schon, das sind die 10 cm. Die BD kennt man leider noch nicht. Und was man auch erkennt, wir haben hier ein Trapez. Also da, das dann mal dazu geschrieben, 10 cm. So. So, was sollen wir jetzt noch machen? Jetzt sollen wir noch die Länge der Strecke BD berechnen, zumal das Winkelmaß des Winkels DBA. Also DBA, wenn man das gegen die Uhr abläuft, DBA, könnt ihr ja so nachfahren mit dem Finger, also würde ich immer machen. Also was wollen wir jetzt machen? Den Winkel DBA, also das ist dieser Winkel, den da soll man auch noch ausrechnen. Ja, und ich mache euch, sollen wir die ausrechnen. Naja gut, wer da jetzt keine Idee hat, der hat natürlich jetzt die Möglichkeit, in die Formelsammlung zu schauen. Da haben wir bei uns an der Schule mittlerweile die vom Vollverlag. Ich meine, da gibt es natürlich noch andere tolle Formelsammlungen. Ich hatte sie heute auch schon bei meinen Videos im Einsatz. Aber ja, wo ist sie denn? Wo hat sie sich denn versteckt? Ja, vorhin hatte ich sie noch. Und jetzt ist sie weg. Ah, da liegt sie ja. So, also wer da jetzt keine Idee hat, wie das geht, schnappt sich als erstes mal die Formelsammlung und schlägt sie auf der Seite der Geometrie. Und zwar hier ist die Seite 8, ganz wichtig. Hier sieht man tolle Formeln fürs allgemeine Dreieck. Und zwar gibt es da ganz, ganz tolle Sätze, die in jedem Dreieck gelten. Den Sinussatz, den Cosinussatz und den umgestellten Cosinussatz. Das ist toll. Der war früher nie in der Formelsammlung drin. Jetzt ist da sogar eine Umstellung drin. Ja, mit den Buchstaben würde ich es mir nicht so merken. Und da steht ja auch a Quadrat. Ich mag es immer so. Ich will ja überhaupt nicht das Quadrat, sondern ich will ja die Seite. Das heißt, wenn man natürlich nicht a Quadrat will, sondern man will nur a, dann muss man von dem immer die Wurzel nehmen. Und was hier ist immer, beim Cosinus muss immer klar sein, wenn ihr jetzt also diese Sätze anwendet, dann ist es immer so, wenn ich zwei Seiten kenne und das Maß des eingeschlossenen Winkels, dann arbeitet man immer mit dem normalen Cosinussatz. Und man soll jetzt hier die Länge der Seiten BD berechnen und noch den Winkel DBA. Und weil es so schön ist, stehen die sogar, wenn man es richtig macht, als Teilergebnis da. Ja, in dem Fall berechne ich also jetzt hier, gehört auch noch zur 3,1 dazu, die Seite BD. Und um BD zu berechnen, braucht man jetzt diesen Cosinussatz. Und was kenne ich? Ich kenne ja hier die Seiten, die den Winkel, ich will diese Seite, die dem Winkel gegenüber liegt. Ich kenne die beiden Seiten, die den Winkel bilden und man will die Seite, die den Winkel gegenüber liegt. Und den Winkel kenne ich. Immer wenn ich das weiß, hat man die Ausgangssituation für den ganz normalen Cosinussatz. Das heißt, man nimmt als erstes das Quadrat der Länge der ersten anliegenden Seite plus das Quadrat der Länge der zweiten anliegenden Seite und subtrahiert von dem, was da rauskommt, jetzt das Doppelte des Produkts der Seitenlängen. Und jetzt kommt es, deswegen heißt der Cosinus, mal Cosinus des von diesen Seiten eingeschlossenen Winkels. Und das wäre jetzt das Quadrat. Und weil ich nicht das Quadrat will, sondern man will den nur die Länge, machen wir jetzt hier eine wunderschöne Wurzel drüber. Und die zeichnet man am besten mit dem Lineal. Ja, jetzt, wenn man es richtig hat, ich nehme jetzt hier den Taschenrechner her, vom Eingeben her, gut, viele von euch haben vielleicht jetzt noch den weißen Taschenrechner, irgendwann ist der Geschichte, der hat natürlich auch so Tasten, also man drückt, jetzt schaltet man erstmal ein und dann drückt man als erstes die Wurzeltaste. Und dann gibt man es genauso ein, also 10 zum Quadrat plus 8 zum Quadrat minus 2 mal 10 mal 8 mal, jetzt kommt's, Cosinus. Und ganz wichtig, wenn ihr das jetzt eingibt, müsst ihr hier, zeig mal, was passiert, wenn man es nicht macht, kommt jetzt ein Syntaxfehler, Das heißt, wenn man jetzt hier zurückgeht und sich das nochmal anschaut, stellt man fest, was ist denn da der Fehler? Und der Fehler ist hier an dieser Stelle, da müsst ihr immer die Wurzel schließen, wenn ihr den Winkel eingeben habt. Oh, das war jetzt falsch. Also ich muss hier hin, an der Stelle, wenn ich die 100 Grad eingebe, muss ich die Wurzel wieder zumachen, sonst haut es nicht hin. Also ihr habt das richtig eingeben, aber ihr dürft nie vergessen, die Wurzel zu schließen. So, und da kommt jetzt raus 13,84. Jetzt schauen wir mal auf den Text, auf was man immer runden soll. Aha, im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. 13,85 war das Ergebnis von denen. Ja, passt.
freut man sich, weil man weiß, aha, ich habe jetzt auf jeden Fall einen Punkt gerundet. Wieso schreibe ich jetzt 18? Was wissen nur die Götter? 13 natürlich, 13,85. Also, und das sind übrigens Punkte, die sollte man schon schaffen in der Abschlussprüfung. Also, dass man weiß, wenn ich zwei Seiten habe und einen eingeschlossenen Winkel, dass ich dann mit dem Kosinussatz das ausrechnen kann. Naja, und was wollen wir jetzt? Also, jetzt kann man da, das weiß man jetzt, kleiner Tipp, was man weiß, immer wenn mit hinschreiben. Also, die haben wir jetzt, also mit 13,85 Zentimeter. Also, jetzt soll man den Winkel ausrechnen und ich kenne ja jetzt hier ein Dreieck. Und zwar alle drei Seiten des Dreiecks. Die weiß ich, die weiß ich, die weiß ich. Und dann ist das Geschickteste immer, macht es am besten so, wenn ihr alle drei Seiten eines Dreiecks kennt, dann kommt ihr immer auf einen der Winkel, indem ihr diesen umgestellten Kosinussatz nehmt. Und zwar ist in dem Fall der Kosinus dieses Winkels, der Winkel, der soll ja von den Bezeichnungen heißen, Kosinus vom Winkel dBA, so heißt er, ist, und jetzt nimmt man diesen umgestellten Kosinussatz. Man zieht mit dem Lineal einen längeren Bruchstrich. Und jetzt kommt's. Man nimmt die Seiten, die den Winkel bilden, in dem Fall die 10 und die 13,85, und bildet erstmal die Summe der Quadrate dieser Seitenlängen. Also die erste anliegende Seite zum Quadrat plus das Quadrat der Länge der zweiten anliegenden Seite. So. Und jetzt subtrahiert man das Quadrat der Länge der gegenüberliegenden Seite und dividiert das durch das Doppelte des Produkts der Längen der anliegenden Seiten. Und jetzt ganz wichtig, wenn ihr das so habt, dürft ihr auf keinen Fall ein Ist gleich machen, weil das, was da rauskommt, ist der Kosinus von dem Winkel. Ich will allerdings den Winkel haben. Also das müsst ihr trennen. Ich mache es immer so. Daraus folgt, also folgt Ausrufezeichen, kein Ist gleich. Also ihr dürft auf keinen Fall machen, dass ihr jetzt hier Ist gleich macht und das hinschreibt, weil habt ihr einen Formfehler und da ziehen euch die Lehrer was ab. So, jetzt will ich keinen Winkel ausrechnen, sondern den Kosinus. Also nimmt man als erstes die Shift-Taste. Shift Cosinus. So. Weil ich will den Winkel, wenn ich einen Winkel habe, fängt man immer mit Shift und Cosinus an, also dass man dieses hoch minus 1 hat. Und jetzt gibt man es einfach schön ein. Also 10 zum Quadrat plus 13,85 zum Quadrat minus 8 zum Quadrat durch 2 mal 10 mal 13,85. Wenn man sich jetzt nicht verrechnet hat, sollte auch hier jetzt rauskommen 34,67 gerundet und es steht auch als Teilergebnis in der Angabe. So, also wären das jetzt 34,67 Grad. Fertig. Also hat man es. Gut, es könnte natürlich sein, dass einer sagt, nee, ich mag den Kosinussatz nicht. Es gibt hier noch einen zweiten Weg, den zeige ich euch auch an dieser Stelle. Also den braucht ihr natürlich nicht mehr machen. Das ist die Variante. Warum? Man könnte den Winkel auch anders ausrechnen. Weil ich kenne ja jetzt hier drei Seiten und ich kenne ja auch in dem Dreieck noch einen Winkel. Und in jedem Dreieck gibt es auch den Sinussatz. Das heißt, wenn ich zwei Seitenlängen weiß und ich weiß das Maß eines Winkels und es ist nicht der von den Seiten eingeschlossene, dann ist man auch immer in der Lage, mit dem Sinussatz einen Winkel auszurechnen. In dem Fall möchte ich jetzt den Winkel dBA haben. So, also kann man sagen, der Sinus des Winkels dBA zu. Und jetzt nimmt man die gegenüberliegende Seite. Also ich habe diesen Winkel zu dieser gegenüberliegenden Seite. Zu 8 ist das gleiche wie, jetzt nehme ich meinen bekannten Winkel, wie das Sinus von 100 Grad. Zu 13,85. Also hätte ich jetzt hier eine Gleichung, die ich auflösen muss. Also was machen wir? Wir rechnen hier mal 8 und damit komme ich auf den Sinus des Winkels dBA. Gut, damit man den hinschreiben kann, ist es halt geschickt jetzt natürlich auch das vielleicht erstmal auszurechnen. Also wie gebe ich es im Taschenrechner ein? Ich gebe es euch mal ein. Also was macht er hier in dem Fall? Also ihr fangt erstmal wieder an und löscht das alles. So, dementsprechend Bruchtaste. So, jetzt hat man hier den Sinus von 100 Grad. Ganz wichtig, wieder die Klammer zumachen. Mal 8 durch 13,85. Und das liefert mir jetzt gerundet 0,57, damit man was zum Hinschreiben hat. So, daraus folgt jetzt, dass der Winkel
den aussagen, jetzt will ich den Winkel haben. Also, was drücken wir jetzt? Wir drücken jetzt hier die Taste Shift, Sinus, weil es der Sinussatz ist. Und jetzt könnt ihr mit der Taste 1 oder halt mit der Taste, die ja immer noch den letzten Wert hernehmen, die der Taschenrechner. Ah, da ist er bei dem, bei eurem weißen Taschenrechner ist er da unten. Das war ich wegen verwirrt. Hier die. So, jetzt drückt ihr die. So, und dann hat man nicht immer den letzten Wert noch im Speicher drin. Und dann komme ich auch auf 34,67 Grad. Dann ist aber wichtig, mal den Lehrer zu fragen, wie der es haben will. Weil manche sagen vielleicht, nee, wenn man das da so hingeschrieben hat, dann muss man das hernehmen und nicht den Speicherwert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die 0,57 nehme, könnte man auch machen. Also ich drücke jetzt Shift, Sinus 0,57, lande ich bei 34,75 Grad, wenn ich den Wert nehme. Gut, Problem, das ist natürlich hier ein gerundeter Wert, deswegen passt es nicht. Auf dem exakten Wert kommt man hier. Allerdings muss man aufpassen, beim Sinussatz gäbe es immer noch einen zweiten Winkel und ich lege Wert darauf, dass der immer hingeschrieben wird. Der zweite Winkel, auf der auch noch möglich wäre, ist immer der, auf den man kommt, wenn man von 180 Grad den ausgerechneten ausrechnet. Das heißt, man hätte jetzt hier 180 Grad minus 34,67 und dann wäre noch, gäbe es noch einen Winkel, der das lösen wird. Nämlich 445,33 Grad. Nachdem allerdings der Winkel ja schon angegeben ist, der richtige, ist es natürlich der. Das muss er auch sein, weil sonst passt es ja nicht mit der Zeichnung. Ja, das hat 4 Punkte drauf gegeben. Ja, wie gibt es hier die 4 Punkte? Naja, ganz einfach. 2 Punkte, dass man es schafft, schön sauber die Figur zu zeichnen. Dann letztendlich einen, dass man das sauber ausrechnen kann. Und dann einen, dass man dann hier schön mit dem Kosinussatz auf seinen Winkel kommt, hätte man schon 4 Punkte gehabt. Früher war der umgestellte Kosinussatz sogar 2 Punkte wert, aber mittlerweile steht in der Formelsammlung, deswegen ist es jetzt nur noch ein Punkt. Ja, ich fand den immer schön zu merken eigentlich. Ja, schade eigentlich, aber jetzt, na gut, steht er halt in der Formelsammlung, muss man dann immer wissen. War früher mühsamer. So, jetzt heißt es, man soll das Maß des Winkels DCA ausrechnen und begründen, das gilt, Winkel BAC ist gleich DCA, ist 51,98 Grad. Naja, gut, ich meine, man soll es begründen, dass die gleich sind. Ich meine, es soll klar sein, wenn natürlich die Seiten hier schon mal parallel sind, ne, dann habe ich die Winkel an parallelen Geraden und weil das die sogenannten Wechselwinkel sind, dann sind die gleich groß, müssen sie gleich groß sein. Also, aber ich muss jetzt noch den Winkel ausrechnen und zwar den Winkel DCA soll man ausrechnen, also den Winkel DCA und begründen, das gilt BAC ist das gleiche wie der Winkel DCA. Also schauen wir uns das mal an hier. Man soll also jetzt den Winkel DCA ausrechnen. Der Winkel DCA ist der. Den soll man ausrechnen und der Winkel DCA, der ist noch genauso groß wie der. Also das soll man begründen. Und jetzt muss man halt mal überlegen, was weiß man denn alles? Also gut, man kennt natürlich viele, viele tolle Sachen. Und wenn man die kennt, dann muss man sich halt jetzt Dreiecke suchen und versuchen dann in diesen Dreiecken da irgendwelche Sachen rauszufinden, dass man da in der Lage ist, hier dementsprechend da den Winkel zu ermitteln. Ja. Viel außenrum geredet, ganz viel gemacht. Also muss ich selber mich jetzt erstmal reinfuchsen in diese Aufgabe. Aber man soll den Winkel DCA ausrechnen, das ist der. Da wüsste man jetzt schon, dass diese Seite 8 cm lang ist. Gut, man weiß natürlich jetzt hier diese Seite, man kennt den Winkel und man kennt den Winkel. Ja gut, wenn ich den Winkel habe, dann bin ich natürlich auch in der Lage, mir hier diesen Winkel auszurechnen da. Ja, beziehungsweise, was man auch weiß natürlich, ist jetzt hier, weil die Seiten parallel sind, der Winkel da. Also wir könnten ja jetzt den Winkel kennen wir kennen den. Dann könnte man sich letztendlich, weil ich ja den Winkel kenne, dann zum Beispiel, und man hat ja auch hier die parallelen Geraden, diesen Winkel ausrechnen, weil das auch die Wechselwinkel sind. Dann wüsste man den. Und was man allerdings auch noch weiß, ist der Winkel hier. Wir haben ja hier parallele Seiten, weil das die Ergänzungswinkel sind. Und wenn die Seiten parallel sind, dann muss dieser Winkel hier 80 Grad sein. Und das ist aber toll, damit habe ich alles, was ich brauche, um den da auszurechnen. Weil wenn der natürlich 80 Grad ist, der muss 80 Grad sein, da habe ich hier eine Seite, einen Winkel, eine gegenüberliegende Seite mit 10.
den wollen wir ausrechnen. Hier kenne ich auch die gegenüberliegende Seite. Also was nimmt man her? Den Sinussatz. Also ich muss klar sein, dass der Winkel ADC, das ist schon mal das erste, der ist 80 Grad. Grund, das sind die Ergänzungswinkel. Also der Winkel ADC, der ist 180 Grad minus 100 Grad, also 80 Grad. Damit können wir jetzt unseren gesuchten Winkel ausrechnen mit dem Sinussatz. Das heißt, der Sinus des Winkels DCA zu den 8 cm ist das gleiche wie der Sinus von 80 Grad zu 10, also wir rechnen mal 8, also hier auch nochmal, damit komme ich auf den Sinus des Winkels DCA, ist gleich, und dann können wir hinschreiben, daraus folgt, der Winkel ist gleich, oder da gibt es natürlich jetzt beim Sinussatz noch den zweiten, und dann muss das natürlich hier, wenn man das Bild anschaut, da auf jeden Fall der sein, der kleiner ist als 180 Grad. Also den zweiten Winkel, den man da ausrechnen könnte, den braucht man natürlich hier auch wieder nicht. Aber wir gewöhnen uns an, den sicherheitshalber immer mit auszurechnen. Also leg mal los. Also fangen wir an. Bruchtaste drücken. Sinus 80 Grad mal 8 durch 10. So, ist schon mal 0,79 gerundet, damit man was zum Hinschreiben hat. So, allerdings nehme ich einfach den Taschenrechnerwert her. Also, was machen wir jetzt? Wir drücken Shift, Sinus, Ansichttaste und dann rechnen wir es aus. Und damit haben wir 51,98 Grad. Und es ist auch der, der sein soll. Der andere wäre 180 Grad minus 51,98. Der wäre 128,02 Grad. So, allerdings sollen wir jetzt noch begründen, warum da jetzt dementsprechend dass das gilt. Also können wir hinschreiben, der Winkel DCA ist gleich dem Winkel BAC, da das die sogenannten Wechselwinkel an parallelen Geraden sind. Oder anderes Wort wäre auch diese Z-Winkel. Und diese Wechselwinkel bei parallelen Geraden, die sind immer gleich groß. Das ist so Sinn. Das sind die sogenannten Wechselwinkel. Genauso auch die Ergänzungswinkel ergänzt sich zu 180 Grad und diese Stufenwinkel gäbe es noch. Ja, damit hätten wir jetzt hier schon wieder sensationell zwei Punkte gehabt. Also auf jeden Fall gibt es da einen halben, dass man halt irgendwie hinschreiben kann, dass es Wechselwinkel sind, dass man den 80 Grad Winkel erkennt und dann halt noch über den Sinussatz. Also wären das jetzt hier auch zwei Punkte gewesen. Ja, weiter geht's. Tolle, tolle Aufgaben. Als nächstes, ich klappe das jetzt mal um, immer wenn. Also ich muss dann ab und zu hole ich mir die Zeichnung natürlich wieder her. Jetzt, was soll man jetzt rausfinden? Ich meine, wir haben ja da auch noch die Skizze. Man soll den Flächeninhalt ABCD, des Vierecks ABCD rausfinden. Naja gut, damit ich auf den Flächeninhalt vom Viereck komme, brauche ich natürlich die Flächen der Teildreiecke. Gibt es zwei Punkte drauf. Also der Flächeninhalt des Vierecks müssen wir schauen. Also wir brauchen letztendlich die tolle, tolle Flächen. Und zwar von den Teildreiecken. Naja gut, hier haben wir ja unseren 100 Grad Winkel. Da sind wir schon mal ohne Probleme in der Lage, hier diesen Winkel da auszurechnen. Gut, wenn ich natürlich jetzt hier noch bin, müssten wir irgendwie noch rausfinden, dann, naja, wenn ich jetzt den Winkel kenne und der Winkel ist 80 Grad, dann soll klar sein, dann kann ich mir natürlich den Winkel da noch ausrechnen. Und wenn ich natürlich jetzt den Winkel kenne und ich kenne die 10 hier und die 10 hier, dann wissen wir natürlich noch den, das hat man ja schon zeichnen müssen, dass der Winkel
BAC genauso groß ist, und dann kann ich hier die Fläche des Vierecks auswählen, indem ich zwei Teildreiecke hernehme. Einmal das Dreieck ACD und dann nehmen wir noch das Dreieck ABC her und damit komme ich auf meine Vierecksfläche. Also legen wir los. Also die Fläche des Vierecks ist einerseits die Fläche des Dreiecks ABC plus die Fläche des Dreiecks ACD. Gut, Flächen von Dreiecken, wenn ihr da nicht sicher seid, könnt ihr in der Formelsammlung nachschauen. Gibt es hier die tolle Formel mit dem Sinus. Das heißt, ich brauche zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel. Dann kann man mit dieser Formel immer die Fläche von einem beliebigen Dreieck ausrechnen. Das heißt, für mein Dreieck ABC rechne ich ein halb mal. Naja, unsere Seiten sind 10 und 10. Also hier natürlich. Hier haben wir die 10 cm, da auch. Der Winkel ist genauso groß wie der. Das sind diese 51,98 Grad. Also mal Sinus 51,98 Grad plus ein halb mal. Die eine Seite ist 8, die andere ist 10. Und unser Winkel, den wir da haben, sind 180 Grad minus 80 Grad minus diese 51,98 Grad. Und damit hätten wir dann auch den zweiten Winkel. Und dann können wir das auch schön ausrechnen. Manche rechnen gern die Teilflächen, so einzelnen Teilflächen aus. Ich mag es immer gern mit dem Gesamtansatz. Also legen wir los. Geben wir ein 0,5 mal 10 mal 10 mal Sinus 51,98 plus 0,5 mal 10 mal 8 mal Sinus. Ja, 180 natürlich minus 80 sind 100. Und wenn wir von den 100 Grad natürlich wieder diese 51,98 subtrahieren, dann haben wir noch den kleinen. Damit komme ich auf eine Fläche von 69,12 Quadratzentimeter. Schön. Also haben wir die Fläche dieses Vierecks. Ja, bis jetzt schöne Aufgabe eigentlich, wegen ebene Geometrie, schöne Sachen. Ja, Punkte gab es auch hier, zwei Punkte drauf. Also letztendlich da, dass ich halt erkenne, ich brauche mal zwei Teildreiecke und dann dementsprechend die Summe von denen. Also ich muss halt einmal das da braucht man, dann das da ist die zweite und da hätten wir auch hier zwei Punkte. Jetzt geht's weiter. Jetzt muss man was einzeichnen. So, jetzt heißt der Punkt M ist der Mittelpunkt der Strecke AB. Okay. Dann ein Kreis um M berührt die Strecke BD im Punkt E. Und schneidet die Strecke AM im Punkt F. Man soll jetzt die Strecke ME einzeichnen und den Kreisbogen mit dem Mittelpunkt M. Ja, das heißt, ganz wichtig, wenn ihr sowas einzeichnet, also der Mittelpunkt M, der soll ja jetzt hier sein. Dann nehmen wir jetzt einmal eine andere Farbe. So, also hier Mittelpunkt von 5 cm hier ist dieser Punkt M, weil es heißt ja, ist der Mittelpunkt der Strecke AB. So, und das heißt nun, dass dieser Kreis die Strecke BD im Punkt E berührt. Und ganz wichtig, wenn Kreise Strecken in einem Punkt berühren, dann ist dieser Punkt, ist diese Strecke immer eine Tangente an den Kreis. Und da gibt es eine ganz, ganz wichtige Bedingung, es ist die Tangentenbedingung. Wenn ihr also Kreise habt, die Seiten berühren, dann zeichnet ihr euch immer den Radius ein und der Radius des Kreises, der steht dann immer senkrecht auf der Strecke, die den Kreis berührt. So, und jetzt heißt, das soll der Punkt E sein und damit habt ihr hier dieses tolle rechtwinklige Dreieck, das ihr dann auch braucht, um den Radius auszurechnen. Also was man hier natürlich weiß, das ist der Radius. Der Radius von dem Kreis sind diese 5 cm. So, und jetzt heißt noch, er schneidet die Strecke AM jetzt noch im Punkt F. Ja gut, dies haben wir schon drin. Das heißt, was machen wir jetzt? Wir nehmen hier das als Radius, diese Strecke ME, rein als Radius, so, zack,
Aufpassen, dass man nicht so eich verrutscht mit seinem Zirkel, so. Und dann haben wir jetzt hier diesen Kreis drin, so, der dann auch die Seite berührt. Und so schaut es jetzt aus. Und was man jetzt einzeichnen soll, ist, den Kreisbogen EF soll man einzeichnen. Ja, und dann hätten wir hier diesen schönen Kreisbogen. Also hier ist noch der Punkt F. Und damit ist natürlich da auch ein Kreissektor drin. So, und das ist der Kreisbogen EF. So. Ja, dementsprechend weiß man jetzt hier noch dieses Stück da 5 cm und da ist jetzt schon ein Kreisbogen. Ja, und dann läuft jetzt hier noch ein bisschen auf Kreissektor und sonstige Sachen raus. Ja, wenn wir uns das jetzt anschauen, haben wir das eingezeichnet. Also das ist jetzt hier ein Punkt. So, also letztendlich auf die Zeichnung gibt es hier 3 Punkte auf die Zeichnung dann. Gut, also jetzt heißt, man soll jetzt heißt, aha, die Strecken FB. So, also die Strecken FB und BE sowie der Kreisbogen EF legen die Figur FBE fest. Man soll jetzt den Anteil des Flächeninhalts am Flächeninhalt des Vierecks ausrechnen. Und als Zwischenergebnis ist noch die Strecke ME, also der Radius, bekannt. Das heißt, was soll man jetzt rausfinden? Ich schraffiere es euch mal da rein. Also wir haben jetzt hier eine Fläche und von dieser Fläche da soll man jetzt den prozentualen Anteil ausrechnen. Also es geht letztendlich hier um diese Fläche da. Einmal hier und hier. Ja, dann soll klar sein, naja gut, diese Fläche, die setzt sich ja aus zwei Teilflächen zusammen. Einerseits haben wir hier diesen Kreissektor und hier noch ein Dreieck. Und die Flächen von dem Kreissektor und dem Dreieck, die brauchen wir. Ja gut, wenn ich jetzt hier natürlich das mir anschaue und es ist entscheidend hier natürlich hier, dass ihr da wirklich den rechten Winkel eingezeichnet habt, dann ist, ja, Entschuldigung, dann ist das ja hier die Strecke ME. Und ich habe hier das rechtwinklige Dreieck. Was weiß ich auch noch? Ich weiß noch hier, dass das 5 sind. Und man kennt ja noch diesen Winkel da. Den hat man ja mal ausrechnen müssen. Den Winkel dBA. Also bin ich im rechtwinkligen Dreieck. Das ist zu dem Winkel die Gegenkathete. Das ist die Hypotenuse. Und immer wenn man Gegenkathete und Hypotenuse hat, dann sollte man wissen, dann hat man im rechtwinkligen Dreieck den Sinus. Weil der Sinus ist immer definiert eines Winkels. Ist immer die Länge der Gegenkathete durch die Hypotenuse. So, in dem Fall, wenn ich also jetzt die Gegenkathete suche und mir das mal anschaue, also in dem Fall wäre das jetzt hier, ich suche A, müsste ich einfach nur C mal Sinus Alpha rechnen, dann hätten wir die Länge der Gegenkathete. Das heißt, um auszurechnen, wie lang die Strecke ME ist, können wir ansetzen, ME zu MB, also 5, ist das gleiche wie der Sinus des Winkels dBA, wie Sinus von 34,67 Grad. Also legen wir los. Also setzen wir an. Das ist jetzt die 3,5. 3,5. Können wir ansetzen. Also unsere gesuchte Strecke ME, haben wir uns ja gerade überlegt. Zu 5 ist der Sinus von dieser, wie groß ist er? 34,67 Grad. Das heißt, wir rechnen das erstmal mal 5 und damit hätte man schon den Radius von diesem Sektor. So, naja, gut, dementsprechend ME. Also müssen wir jetzt hier ausrechnen: Sinus 34,67. Also geben wir es mal ein. 34,67, Klammer zu, mal 5, kommen wir auf eine Länge von 2,84. Schauen wir mal, was als Teilergebnis angegeben ist. Boah, super, freut man sich. Also 2,84 Zentimeter ist richtig, freut man sich. So, jetzt wollen wir allerdings den Flächeninhalt, brauchen wir den Flächeninhalt von dieser Figur, die setzt sich ja zusammen, haben wir uns ja überlegt, aus dem Kreissektor und dem Dreieck. Gut, damit wir auf den Kreissektor kommen, den Radius kennen wir, braucht man natürlich hier noch einen Winkel. Also hier der Winkel da, der ist wichtig für den Kreissektor. Wenn ihr da mal nachschaut, den nennen sie immer Alpha.
Und der Flächeninhalt vom Kreissektor ist immer Alpha durch 360 Grad mal R Quadrat mal Pi. Das heißt, ich muss irgendwie noch diesen Winkel da rausfinden. Also den da. Und das ist der Winkel in dem Fall EMA. Ja, wie groß ist denn der? Gut, könnte man drauf kommen, wenn man sich das Dreieck mal anschaut. Hier, das ist ja hier ein Dreieck, da kenne ich jetzt den Winkel, der ist 90 Grad und der Winkel ist bekannt. Und das wäre ein Nebenwinkel des Dreiecks AMBE. Und ein Nebenwinkel ist immer genauso groß wie die Summe der beiden nicht anliegenden Innenwinkel. Das heißt, der Winkel EMA ist nichts anderes wie 90 Grad plus diese 34,67 Grad. Also haben wir schon mal den, also der Winkel E. MA ist ein Außenwinkel des Dreiecks. Das ist immer genauso groß wie die Summe der beiden nicht anliegenden Innenwinkel. Ihr hättet es natürlich auch anders machen können. Ihr hättet natürlich auch als erstes den Winkel da ausrechnen können, also den da. So, wie komme ich auf den? Naja, Winkelsumme 180 minus den um den, dann habt ihr den. Und wenn ihr den von 180 Grad abzieht, habt ihr auch den. Aber auf das kommt er auch, wenn er hier die Summe bildet. Also haben wir 90 Grad plus 34,67 Grad. Das sind also dann 124,67 Grad, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Naja, gut. In dem Fall haben wir jetzt hier den Winkel. So, und damit haben wir, dementsprechend kann man sich natürlich jetzt noch den Winkel ausrechnen, den anderen, und zwar den Winkel BME. BME ist 180 Grad minus dem, weil den braucht man auch. Macht Sinn zumindest den ausrechnen. Also der Winkel BME. Der ist 180 Grad minus diese 124,67 Grad. Oder durch 180 Grad minus 90 minus 34, kommt das Gleiche. Also ausgerechnet, der ist 55,33 Grad. Und damit hat man alles, was man jetzt braucht, um den Flächeninhalt der Figur auszurechnen. Also der Flächeninhalt der Figur, schreibe ich halt mal hin, A Figur, ist der Flächeninhalt des Sektors plus der Flächeninhalt des Dreiecks. Also Sektorfläche haben wir den Winkel 124,67 Grad durch 360 Grad mal Radius mal Pi. Und das Dreieck können wir jetzt, weil wir den Winkel haben, mit dieser Sinusformel aussehen. Die eine Seite ist 5, die andere ist 2,84. Und dann haben wir noch den Sinus von 55,33 Grad. Und das kann man wieder komplett in Taschenrechner eingeben. Also fangen wir an. 124,67 durch 360 mal 2,84 Quadrat mal Pi. Das Pi ist bei dem Taschenrechner. Ich meine, das findet man dann immer. Wo hat es denn bei dem? Ich habe den noch nicht so oft gehabt in der 10., weil habe ich immer den. Ah, da über das 7 ist es. Also hier über das 7, also Shift Pi. So, plus 0,5 mal 5 mal 2,84 mal Sinus 55,33 Grad. Und damit kämen wir jetzt auf 14,61 Fläche. So, und jetzt soll man ja den prozentualen Anteil ausrechnen von dieser Fläche an dem ganzen Vierecksfläche. Also können wir hinschreiben, diese 69,12 Quadratzentimeter entsprechen 100% und diese 14,61 Quadratzentimeter, die wollen wir. Also rechnen wir 14,61 mal 100 durch 69,12 und kommen dann auf 21,14%.
So, damit haben wir 21,14%. Falls sich einer wundert, warum das FNL die ganze Zeit ein wenig so leise war, irgendwie, ich habe gar nicht gerafft, dass mein Mikro gar nicht da steht, wo es sonst immer steht. Also ich hoffe, ihr habt mich trotzdem verstanden. Ich rechne das jetzt nicht nochmal mit einem besseren Ton. Müsst ihr ein wenig aufdrehen, gell? Also sind wir mal so frei. Schön. Ja, wie viele Punkte gab es auf dieses Mach? Oh, 5 Punkte. Und als Zwischenergebnis war nur ME angegeben. Das ist toll. Ja, wie gibt es da die 5 Punkte? Das ist natürlich wieder die Qual der Wahl. Also auf jeden Fall einen hier. So. Dann, dass man die Winkel da hat. Die braucht man ja jeweils einen halben. Dass man auf die Flächen kommt. So, haben wir schon 1, 2, 3. Hier. 3,5, 4, 4,5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Schon 5 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. Wobei jetzt nicht sehr gemein eigentlich. Kann man schon schaffen, aber natürlich klar, wer nicht erkennt, dass er die Winkel da hat, hat da verloren. So, jetzt heißt es noch, der Punkt G ist der Schnittpunkt der Diagonalen des Vierecks ABCD. Man soll das Maß des Winkels CGD ausrechnen und dann ausrechnen. Das gilt, die Länge der Strecke DG ist nichts anderes wie der Abstand des Punktes D zur geraden AC. Na, das ist ja hier interessant. Also schauen wir doch mal, was sie da so meinen. Also es heißt, der Schnittpunkt der Diagonalen ist, ach, dass das größer ist. So, naja, okay, also hier ist der Schnittpunkt der Diagonalen. So, G. Und was soll man ausrechnen? Das Maß des Winkels CGD. Also den da. Ja gut, um den auszurechnen, haben wir ja schon einiges rausgefunden. Ich meine, wir wissen ja schon letztendlich hier, kennen wir ja schon den Winkel. Wir kennen da den Winkel da. Also wir kennen ja hier den Winkel. So, wir wissen, dass die 10 ist. So, da, falls sich das einer übrigens mal so anschaut, hier wäre auch über Kreuz ein Vier-Streckensatz drin. Also dann wäre zum Beispiel die Strecke zu der Strecke das gleiche wie dieses Stück zum Beispiel zu dem Stück und so weiter und so fort. Ja, und damit ich auf den Winkel da komme, braucht man halt jetzt noch irgendwelchen anderen Winkeln hier in diesem wunderschönen Viereck. Und naja, es geht ja um den Winkel CGD. Wenn man sich das genau anschaut, der Winkel CGD, der ist ja genauso groß wie der. Also das ist ja, das muss ja der gleiche sein. Und naja, wenn ich mir den Winkel anschaue, in dem Dreieck kenne ich ja den Winkel da und mit dem da kennt man ja auch, der ist so groß wie der. Also haben wir den Winkel A geht B oder der andere. Auf den komme ich also jetzt, indem man einfach über die Winkelsumme geht. Das ist ein Deutscher, 3,6. Also, wie heißt der Winkel AGB? Der ist 180 Grad minus die 34,67 Grad minus die, was war der? 51,98 Grad. Gut, können wir ausrechnen. Also 180 minus 34,67 minus 51,98. Der wäre dann 93,35 Grad. Und der Winkel ist genauso groß wie der Winkel. Ja, wie soll er jetzt heißen? Moment. Wie so Winkel CGD? Grund ist nämlich Scheitelwinkel. So, jetzt haben wir den. Jetzt soll man dann damit begründen, dass die Länge der Strecke DG größer ist als der Abstand des Punktes D zur geraden AC. Naja, schauen wir halt mal. Das da ist der Abstand des Punktes D zur geraden AC. So, das wäre jetzt hier, kann man ja mal einzeichnen, der Abstand da. So. Und letztendlich soll man begründen, dass die Strecke DG
dass das größer ist als der Abstand. Naja, das muss ja so sein, weil dementsprechend, naja, weil der Abstand ist ja immer die kürzeste Entfernung von einem Punkt zur Geraden. Und dementsprechend, dann muss das natürlich größer sein, weil das ist ja in dem Dreieck DGB, wäre das die kürzeste, also muss das größer sein. Und weil der Winkel DGC nicht 90 Grad ist, gilt, muss das so sein. Weil anders, sonst, wenn das nämlich hier, es wäre nur kleiner, wenn der Winkel da dementsprechend 90 Grad wäre, der ist aber größer, und weil der Winkel größer ist als 90 Grad, muss das also gelten, weil dann ist nämlich die kürzeste Entfernung ist immer von einem Eckpunkt zur gegenüberliegenden Seite wäre der Abstand, und das ist immer die kürzeste Entfernung, und deswegen ist natürlich das kleiner als die Seitenlänge. Ja, wie man das hinschreibt dann, naja, das ist ein Ding. Also schreibt man hin, können wir hinschreiben, da der Winkel. Der Winkel CGD nicht 90 Grad ist die Länge der Strecke DG größer als der Abstand des Punktes D zur Strecke AC. Muss so sein, weil der kürzeste Entfernung ist der Abstand, ist immer die Höhe, nichts anderes. Und ja, mal ein beliebiges Dreieck ab, dann muss diese Seite immer größer als die Höhe. Also, wer da drauf kommt, naja, das ist ein Profi, hätte ich mal gesagt. Aber letztendlich, dass man den Winkel da noch ausrechnen kann, dass ich halt da den habe über die Winkelsumme, hätte ich fast eineinhalb geben und dann auf die Begründung nur einen halben. Weil die Punkte kann man ja verteilen, wie man möchte. Und ich meine, die Meisterleistung ist ja noch den Winkel auszurechnen und auch diese Begründung da. Also ich glaube, das haben nicht viele erkannt, dass der Schüler, der das hat. Ja gut, boah, 46 Minuten gebraucht. Gut, war Variante dabei. Hat mir hoffentlich schön Zeit gelassen. Ja, das wäre die Aufgabe B3 gewesen. Gab natürlich auch noch die Aufgabe B, Entschuldigung, B2 war das. Gibt natürlich noch die Aufgabe B3 und die schauen wir uns dann im letzten Video von dieser Playlist an. Und also am Schluss, am besten im Abspann, wenn ihr die anderen Sachen sehen wollt, einfach auf die anderen Videos klicken. Da sind die dann. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video noch.